Also das als herunterladbarer Content. Ja, ja, so diese Iridium Cup, die wir jetzt spielen, die, diese vier Strecken, die sind alle neu. Und dann es wird auch die Carbon Cup als herunterladbare. Und die sind auch vier neue. So insgesamt 8 neue Strecken. Plus die 12, die schon raus sind. Aber jetzt versuchen wir jetzt mit Pyramid Valley. Ich hatte die langsamste Geschwindigkeit gewählt, weil das ist schon super, super schnell, aber es kann noch viel, viel schneller werden. So, schwer, ja, das hier. So, in Faster Senior, man muss auch aufpassen. Es gibt so Strecken, die sind gelb oder blau, orange oder blau. Und ich muss die richtige Farbe haben, um meinen Boost zu bekommen, um einen Turbo okay, zu bekommen. Okay, verstehe. Und, oder auch um diese so Jump-Spring-Plattformen zu benutzen. Holy! So, ich kann mit einer Taste meine Farbe wechseln. Von blau bis orange. Und es gibt auch diese Boost-Bälle, die laden meine so mein Boost. Oh. Okay. Ja, wie gesagt, sehr, sehr schnell. Ich versuche nochmal. Und ich muss mich ein bisschen konzentrieren, so ich kann nicht so viel sprechen. Kein Problem. Ja. Also Filippo hat es gerade eben schon gesagt, das also jetzt die neuen Strecken, die dann zur Verfügung stehen als DLC. Und Fast Racing Neo macht seinem Namen echt alle Ehre hier. Und das ist die langsamste Geschwindigkeit. Ja, das ist die langsamste Geschwindigkeit. Schön. Ich habe gerade eben schon über 200 Kubik bei Mario Kart 8 gesprochen, dass mir das viel zu schnell ist. Es könnte ein bisschen schneller sein hier noch. Ja. Das ist ja, viel mehr als 200 Sitze, sicherlich. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man sich da mega konzentrieren muss. Ja. Das sieht echt heftig aus. Genial. Erinnert mich total an so einen alten Teil, den ich super geliebt habe. Ja. Und, alles alles spielt mit 60 FPS. So die Gefühl von Geschwindigkeit ist wirklich super, super gut. In den Stream, wir können natürlich nicht 60 FPS zeigen, aber wirklich, wenn man das spielt, die, es ist wirklich so, so schön. Ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile auch die Streams mit 60 Frames gibt. Also vielleicht wird der ein oder andere, der die Internetverbindung hat, die schnell genug ist, das auch gerade schön genießen können. Aber wir haben auf unserem YouTube-Kanal, es gibt bestimmte Trailers, die mit, ah, das kann sein. Die mit 60 FPS sind. Ah, nein. Ich habe leider noch gar nicht in den Stream reingeguckt, weil wir die ganze Zeit hier sind. Diese Teil ist, ich muss noch ein bisschen lernen, wie genau. Letzte Runde, Philipp, bekommen, da ist noch alles drin. Ja, ich bin der Letzte, aber... Fast überholt, aber du machst das schon. Du kennst doch bestimmt so Entwickler-Cheats oder so, Philipp. Ja, so. So sehen die aus. So sieht's ja. Wenig hilfreich. Okay, dann geh ich runter. Es gibt immer verschiedene Teile, die Strecke, ich kann immer entscheiden. Gibt es vielleicht mehr Risiko, aber vielleicht es gibt einen Turbo Boost oder ja, verschiedene Strecken. Es gibt auch manchmal so gigantische so Roboter-Spinne in andere Strecken. Sie sind sehr, sehr schön. Guck ja. Mal, was wir für ein geniales die sind, Publikum ja, haben. Die sind sehr nett mit mir, aber auch trotzdem bin ich. 10. Platz kriegt man hier bei uns am Nintendo-Stand trotzdem noch einen super Applaus. Und so ist das auch richtig. Also das ist natürlich nur ein ganz kleiner Einblick in Fast Racing Neo. Ja. Neue herunterladbare Content, da kommt wahrscheinlich noch mehr. Da dürfen wir gespannt sein, was 2017 für uns parat hält und was wir vielleicht 2017 auf der Gamescom dann auch zu sehen bekommen. Ja, vielleicht. Filippo, du zeigst aber natürlich hier bei uns nicht nur Fast Racing Neo, sondern du hast die letzten Tage die ganze Zeit richtig schönen Zelda ja. Breath of the Wild Content gezeigt. Also, The Legend of Zelda Breath of the Wild, der neue Titel.